Ja, mein Name ist Martin Ebner. Ich leite an der Technischen Universität Graz die Organisationseinheit Lehr- und Lehrtechnologien und bin gleichzeitig also durch meine Habilitation auch Senior Researcher im Institute for Interactive Systems and Data Science. Und beschäftige mich dort eigentlich rund um die Uhr mit technologiegeschützten Lehren und Lernen, mit einem Fokus auf Schulen und Hochschulen. Und das umfasst also Themen wie zum Beispiel also E-Learning, Mobile Learning, dann natürlich das Thema der freien Bildungsressourcen oder auf Englisch Open Education Resources, Social Media. Wir beschäftigen auch sehr stark mit Learning Analytics, mit der Idee, also wie können wir durch Daten Lehren und Lernen auch tatsächlich unterstützen. Und in all diesen Fragen gibt es verschiedenste Forschungsarbeiten und ich glaube, wir haben einen relativ guten Überblick, also wo also die technologischen Möglichkeiten uns vielleicht derzeit stehen und wo sie uns auch hinführen werden mit diesem speziellen Fokus auf die Bildung. Also meine These zu diesem Kurzfilm ist, dass Lernen und auch die Lehre einerseits immer durchdringender wird und anschaulicher, man bezeichnet das auch gerne als Immersive Learning, facetten- und perspektivenreicher und auch vernetzter. Und das Ganze auch noch entkoppelt von Raum und Zeit. Und wie wir uns das vorstellen, das möchte ich jetzt eigentlich in diesem Video zeigen. Ja, so hat man also heute mal ganz einfach die Möglichkeit, mit einem Tablet und einem Stift eigentlich die Tafelarbeit mehr oder weniger zu ersetzen. Mit dem riesigen Vorteil, dass ich einerseits also mal einen Computer unter meinen Fingern habe, das heißt, es ist alles digitalisiert, ich kann dessen Vorteile tatsächlich also in der Lehre gut einsetzen und ich habe natürlich einen unschätzbaren Vorteil, ich brauche mich also nicht mehr mit dem Rücken zum Auditorium stellen, sondern ich kann sowohl die Zuhörer und Zuhörerinnen direkt, also mit ihnen direkt interagieren oder auch jener, die hinter der Kamera zuschauen. Und so kann man sich das sehr einfach vorstellen. Und jetzt habe ich nicht den Vorteil, dass ich ganz genauso wie auf der Tafel arbeiten kann. Ich zeichne jetzt einfach einmal eine Brücke. Sie sehen hier so ein Tragwerk und zeichne also hier dann den Bogen dazu, wenn es eine Bogenbrücke wäre, die also ebenfalls zwei Auflager hat, hier links und hier rechts. Und die werden jetzt einfach mit einem Auto oder mit welchem Gefährt auch immer belastet. Das wird also dargestellt durch eine Kraft. Man sieht, also man kann also sehr einzeln ohne große Probleme da jetzt natürlich also auch einfach die Farben wechseln. Und daraus ergeben sich dann verschiedene Auflagekräfte, so würde das heißen, die wirken also dann dieser Einwirkung entgegen. Und so würde wahrscheinlich also ein Professor, eine Professorin im Bereich also der Mechanik, der Statik und so weiter den Studierenden das so erklären. Ja, jetzt geht es aber weiter. Das ist also nicht so, dass man sagt, ja, also okay, jetzt hat man die Tafel einmal ersetzt. Naja, jetzt kann man das noch viel realer und viel mehr in den Kontext bringen. Und zwar kann ich ja jetzt auch hergehen und natürlich ein Bild einer Bogenbrücke verwenden. Ich schalte also hier auf die nächste Seite, wie Sie sehen. Und da habe ich so ein Bild vorbereitet. Jetzt habe ich ein reales Bild und ich kann den Studierenden anhand dieses realen Bildes jetzt erklären, wie die Kräfte dort wirken. Eigentlich das gleiche Prinzip, aber das Ganze wird viel anschaulicher, weil ich kann natürlich jetzt auch hergehen und hier in dieses Bild sagen, ja, da kommt jetzt in dem Fall ist es eine Eisenbahnbrücke, die fährt die Eisenbahn drüber, die Eisenbahn steht genau in der Mitte. Dadurch kommt also zur Ableitung dieser Kräfte, die also über den Bogen abgeht, getragen werden, wie man hier sehr schön sehen könnte. Und da unten gibt es dann auch dementsprechend wieder diese Auflagereaktionen. Ja, und wenn man also im Lehren und Lernen also sich das einmal anschaut, dann kann man also heute viel realistischer unterrichten. Das sind Dinge, die hätten wir vor vielen Jahren mit großen Mühen über Overheadfolien und sonstiges uns in Vorbereitung machen können. Heute ist das fließend. Ich kann das abspeichern, ich kann Ihnen das schicken und dann ist das Ganze auch schon erledigt. Und natürlich können Sie das aufzeichnen und sonstiges auch machen. Ja, aber das ist natürlich noch nicht das Ende. Ne? Man kann jetzt natürlich hergehen und man bringt sich quasi in das Ort des Geschehens selbst hinein. Man kann also das einblenden und ich kann das noch einmal besser erklären. Also ich bin jetzt Teil also des Prozesses und auch die Lehrperson, nämlich ich, rücke wieder mehr in den Vordergrund. Ja, zuerst hat man kein Bild von mir gehabt und jetzt natürlich bin ich da und kann noch direkt, vielleicht möglichst real am Objekt das erklären. Ja, das ist natürlich dadurch bedingt, dass die Hardware immer billiger wird. Das heißt also, Lernvideos und Dinge zu visualisieren wird immer kostengünstiger werden und natürlich auch anschaulicher. Also man verspricht sich natürlich durch diese Form der Visualisierung, dass Dinge bei dem Lehrenden und bei dem Lernenden vielleicht für mich einfacher erklärbar werden und mir beim Lernenden das anschaulich ist und der es schneller versteht.
Das heißt nicht, dass die Verarbeitungstiefe im Wesentlichen unbedingt besser wird, aber was besser wird, ist, dass wir durch die Visualisierung vielleicht das Ganze wesentlich verständlicher und einfacher erklären können. Ja, aber das, was ich also hier jetzt noch zu erklären habe, ist, man hat ja eigentlich jetzt ein Video und ein statisches Bild. Und natürlich ist es jetzt einfach zu sagen, naja, warum kann sich denn das Bild im Hintergrund nicht bewegen? Und damit werden wir in der Welt von Experimenten. Das heißt, ich transferiere sie jetzt ganz einfach da in ein Experiment. Sie können sich das anschauen und haben natürlich jetzt einen riesigen Vorteil. Wenn Sie das Experiment live sehen würden, dann haben Sie es einmal gesehen und es ist vorbei. Jetzt haben Sie die Aufzeichnung. Sie können vielleicht hinschauen und sagen, ah, diesen Teil hier möchte ich mir nochmal anschauen und diesen Teil hier, können zurückscrollen, noch einmal hinschauen, vielleicht genauere Beobachtungen als zuvor durchzuführen. Das heißt, wir entkoppeln jetzt eigentlich die Zeit und sagen, okay, mit dieser Möglichkeit, also hier, also Film in Film zu arbeiten, kann ich jetzt also auch hergehen und tatsächlich auch das Lerntempo selbst wählen und so lange darüber nachdenken und in verschiedenen Dinge mir dabei anschauen. Ja. Und das ist also der Vorteil jetzt, also wenn man sagt, jetzt habe ich also nicht nur den Ort visualisiert mit statischem Bild, sondern jetzt gibt es auch im Hintergrund die Möglichkeit, das Ganze auch noch mit einem Film zu hinterlegen, sodass das Ganze noch einmal also noch besser visualisiert wird. Ja. Ja, aber dieses schöne Experiment im Hintergrund hat jetzt noch einen großen Nachteil. Es ist eigentlich zweidimensional und Sie können eigentlich nur jene Perspektive einnehmen, die wir quasi bei der Aufzeichnung der Kamera mal eingenommen hat. Er kann Ihnen vielleicht noch zwei Kameras bieten, dann haben Sie zwei verschiedene Perspektiven. Aber jetzt kann man noch einen Schritt weitergehen und sagen, durch neue Technologien wie die 360-Grad-Kameras kann ich auch die gesamte Raumsituation filmen. Das heißt, ich kann also dem Ganzen einen noch größeren Blickwinkel geben und vor allem eines entscheidenden Blickwinkel, nämlich, dass man also hergeht und selbst den Blickwinkel einnehmen kann als Lernender. Das heißt, also man stellt es auf und sagt, das ist die Situation und man kann sich selbst aus verschiedenen Richtungen anschauen. Wo ist das spannend vielleicht genau bei dieser Form von Experimenten? Weil ich vielleicht verschiedene Beobachtungen aus vielen Perspektiven machen muss, weil das Experiment vielleicht wesentlich komplexer ist und also vom Raum her zu betrachten ist. Oder Sie wollen Raumsituationen sehen, wo verschiedene Personen verschiedenartig mit Mimik und Gestik das Ganze, die Situation auch bereichern. Also, was jetzt passiert, ist, dass man eigentlich ein Teil dieses Lernarrangements wird und man immer mehr in diese Lernsituation dadurch eindringen kann. Aber das ist bei weitem noch gar nicht das Ende, denn man wird schnell darauf kommen, dass man mit Technologie auch in den Ort selbst eindringen möchte und das geht zum Beispiel mit Virtual Reality. Und hier sieht man dann, man kann sich in den Ort hineinbewegen und nicht nur die Perspektive wechseln, sondern sich mehr oder weniger an diesen Ort auch tatsächlich hinbegeben. Und jetzt bekommt man natürlich auch sehr schnell die Möglichkeit, vielleicht mit anderen noch zu interagieren. Das heißt, indem andere Personen natürlich auch so eine Brille aufsetzen und dann gemeinsam hier lernen, einen sozialen Prozess durchführen, indem sie also gegenseitig also sich kommentieren, austauschen, diskutieren und diese Dinge sich anschauen. Nur der wesentliche Unterschied ist, jetzt ist die Lernsituation komplett virtualisiert. Also ich habe versucht, in diesem Video darzustellen, wie man immer mehr mit Hilfe von Technologien in den Raum eindringen kann und ich bin der festen Überzeugung auch wird. Das heißt, wir werden in kurz oder lang mit Hilfe dieser Technologien auch gänzlich neue Möglichkeiten erreichen. Das heißt nicht grundsätzlich, dass deswegen ein Lernvideo an sich das Lernen besser machen wird, sondern es geht auch hierum, auch zum Schluss immer wieder um die Lehrperson. Das heißt, jene Person, die also das Setting schafft, das Lernarrangement macht und eine didaktische Vorbereitung, sodass wir den Weg quasi durch den Wald für unsere Studierenden finden können. Also diese Dinge werden uns tatsächlich sehr nützlich sein und sehr viele Dinge möglich machen, die wir vor vielen Jahren nicht machen konnten. Aber letztendlich bleibt es doch ein großes Lernarrangement im Zentrum der Lehrenden und der Lernenden. Ja, ich sehe also tatsächlich auch Gefahren bei diesen Entwicklungen. Ich sehe, dass die Welt also natürlich immer effizienter, ökonomischer wird und vor allem auch immer das Sprichwort gilt, was automatisierbar ist, wird automatisiert werden.
Und an das glaube ich langfristig tatsächlich. Das heißt, also wir werden heute durch Prozesse, die vielleicht gebildet immer wieder das Gleiche sind, also durch die künstliche Intelligenzunterstützung und so weiter, tatsächlich auch beginnen werden müssen, im Lehr-Lern-Bereich in die Richtung zu arbeiten. Das heißt, dass man vielleicht in Zukunft als Lernender gar nicht mehr weiß, ob man mit einem künstlichen, intelligenten Roboter oder sonstiges im Hintergrund spricht, der auf einer Webseite die Antworten gibt und den Lernenden durch seine Lernstoffe navigiert, oder ob das tatsächlich ein Mensch dahinter ist. Ich gehe auch davon aus, dass Prozesse, die immer wieder gebetsmühlenartig vorgetragen wird, man sehr schnell versuchen wird zu automatisieren und natürlich auch so auszuholen und anzubieten, weil, wie ich vielleicht auch gezeigt habe, ein Video vielleicht tatsächlich in gewissen Bereichen tatsächlich besser wirkt, als wie wenn ich das als Professor noch versuche, hier irgendwie auf einem Tisch darzustellen. Allerdings, wo ich also ganz klar sehe, es wird immer komplexer werden. Natürlich, wenn wir immer mehr Dinge für uns klarer, anschaulicher und besser werden, wird der Mensch immer mehr in Richtung kreativere Lösungen gehen, komplexere Lösungen. Und das ist es eigentlich. Dorthin müssen wir auch in Zukunft mit unserer Bildung marschieren. Und dazu sollen also auch diese Hilfsmittel, die technischen Hilfsmittel, dienen, um also das zu ermöglichen und vielleicht also Dinge, die vorher unmöglich waren, darzustellen, jetzt auf einfache Weise zu erklären. Ja, wie die Zukunft der Lehre ausschaut, also ist eigentlich ganz einfach. Also wir Lehrende werden wahrscheinlich mehr oder weniger zu halben Schauspieler und Schauspielerinnen. Wir inszenieren Lehr-Lehr-Situationen wie diese hier, schaffen Erlebnisse, motivieren und machen die Bildung einfach zugänglich und haben Freude und Spaß an dem, was wir also da hier alles entwickeln dürfen.